Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Slay the Spire. Wir haben es letztes Mal geschafft, wir sind hier an dem Endboss hier vorbeigekommen, an dem miesen Wichser und ja, was ist unsere Belohnung? Wir haben jetzt hier ein paar Möglichkeiten. Wir können die Absicht nicht gehen, das sind wieder diese drei, die immer uns eine Energie für einen Negativeffekt auch geben. Ich würde sagen, hier weniger Karten, also nicht mehr schmieden ist wirklich ganz geschissen. Und die nicht Absichten von Gegnern sehen ist auch fast unmöglich dann irgendwie vernünftig zu machen. Weil du weißt halt nicht, ob du angreifen kannst oder blocken musst oder wie auch immer. Deswegen nehme ich einfach mal... Ich meine, ich könnte es theoretisch überspringen, aber ein Zusatzenergie ist sau nice. Ich meine, ja. Und damit kommen wir auch mit diesem Charakter endlich mal vernünftig ins Jenseits. Okay, wir müssen uns eine Route überlegen. Also das hier ist schon mal ganz scheiße. Hier, ja. Hier so ganz rechts außenrum. Oder auch nicht. Wobei, wir begegnen ja keinen regulären Monstern mehr. Aber vielleicht wäre hier linksrum ganz sinnvoll. Hier bei dem Händler. Aber hier ist auch so ein Teil. Aber hier ist ein... Genau, hier so im S-Kurve schön den Händlern zu und den Eliten ausweichen. Und dann hier nochmal über ein Lagerfeuer. Ne, dann hier über Lagerfeuer und hier... Genau, wir haben ganz gut Gold, dann gehen wir diesen Weg hier so rechts zu dem rechteren Lagerfeuer. Ja, das ist, glaube ich, gut. Also, oh, was bist du? Haben wir dich schon mal gehabt? Ziehe zwei Karten. Hier, verdopple deine Stärke, würde ich gerne auf den Nachziehstapel legen. Weil die brauchen wir jetzt noch nicht. Verwundbar, entwaffnen, zwei Stärke. Verwundbar, zwei. Dann nochmal den hier. Und den hier. Damit ist er schon ziemlich weit down. Wir heilen ja 10 am Ende des Kampfes. Also ist noch alles im grünen Bereich. Flammenwall, damit haben wir ihn schon mal immer, wenn dich ein Achso, ja. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir 4 Standardenergie, ist halt auch nice. Und wir fügen nochmal schwach. Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Oh, ah ja. Wird ja doppelt gemacht. Der erste Angriff in jedem Zug. Was halt unsagbar gut ist. So, und dadurch, dass der erste Angriff... ist er tot. Na, nice, und wir haben kein Leben verloren. das Problem ist, wir können halt jetzt nur eine Karte immer nehmen. Naja. Füge Schaden zu, ist der Gegner verwundbar? Okay, sorry für den kurzen Cut, da war gerade das Telefon. Füge 5 Schaden zu, ja, das ist... Erhalte Energie und ziehe eine Karte. Ist der Gegner, aber nur ist er verwundbar. Haben wir denn wirklich hier verwundbare Gegner? Weil wenn er verwundbar ist, würden wir dadurch quasi kostenlos 5 Damage machen. Also das würde diese Karte komplett einfach nur Free Damage sein. Das Problem ist, wende 2 verwundbar an. 1 verwundbar. Schwach. Stärke. Stärke. Verwundbar. Nee, ich nehme die einfach mal nicht. Ich glaube, das würde uns eher negativ beeinflussen. So, ich würde mal schauen, können wir, sollten wir irgendeine Karte wegmachen? Sollen wir vielleicht nochmal einen Schlag wegmachen? Oder vielleicht sogar... Schockwelle. Vielleicht Schockwelle wegmachen, weil das kostet halt 2. Aber schwach und verwundbar. Und wir haben ja sogar hier diesen Bonus von wegen verwundbar. Nee, komm. Lass mich das zeigen. Hier, verwundbar 75% mehr Schaden. Also fast doppelten Damage machen wir dadurch.
gerade mit Stärke zusammen ist es halt natürlich, können wir echt gut was austeilen. Oh, nee, ich gebe mal keine... Was? Nein, ich gebe mal keine weg. Wähle einen Angriff auf den Nachziehstapel und nimm ihn in deine Hand. Das ist eigentlich saugut. Das ist saugut. Füge Schaden in Höhe deines aktuellen Blockens zu. Ja. Nee, das ist nicht gut. Das haben wir schon. Erhalte 2 Wunden. Schön unspielbare Zart. Okay, auf die Hand. Also 2 Karten, die ich nicht spielen kann. Erhalte 20 Block aber. Füge am Ende deines Zuges allen Gegner einen Schaden pro gespielten Pfund Angriff zu. Nee, das ist scheiße. 50% Rabatt auf alle Produkte. Moment, heißt das, alles kostet nur noch die Hälfte? Also 180 würde zu 90, 92 oder 93 werden? Hm. Immer wenn du, aber wir sind schon, also das ganz am Anfang bekommen, okay, aber inzwischen, wir sehen den Händler nur noch, wie oft? Nee, das wahrscheinlich nicht. Wir sehen ihn einmal noch. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Immer wenn du eine Macht ausspielst, kostet eine zufällige Handkarte 0. Wie viele Mächte haben wir? Wie viele Mächte haben wir? Schaut schlecht aus. Die Dämonen? Nur das Dämonenteil. Geil. Bringt also... Wobei, wenn, dann kann ich die Dämonenform spielen... Plus eine andere Karte, die ich ja sonst nicht spielen könnte. Wobei, ich habe 4 Energie. Das könnte echt gut sein. Halte einen geschickten... Nee, ich glaube, das hier ist schon ganz nice. Das hier, können wir uns das hier und Geheimwaffe leisten? Ich glaube nicht. Doch, könnte ich sogar. Aber heile maximale TP. Panzerrüstung. Nee, ich hau nochmal die Geheimwaffe auch raus. Dann kann ich mir eine Karte aussuchen. Ich glaube, das war gerade sehr sinnvoll, was wir hier gespendet haben. Wir gehen über einen Zufallsraum. Könnte ja geiler Scheiß sein. Könnten ja auch sicher keine Gegner sein. Deswegen. Ah ja, die Blume gibt's ja auch noch. Die haben wir auch, Alter. Geister des Lagerfeuers. Das ist neu. Du triffst auf etwas, das aussieht wie eine Gruppe violetter Feuergeister, die um ein großes Lagerfeuer tanzen. Die Geister werfen kleine Knochen und Knochenfragmente ins Feuer, das mit jedem Mal hell auflodert. Als du dich näherst, wenden sich die Geister dir erwartungsvoll zu. Opfern. Erhalte eine... Okay, ich muss opfern. Was können... Wir opfern einen Schlag, weil ich wollte eh einen Schlag wegmachen. Wir könnten auch den Fluch opfern. Aber ich glaube, das wird denen nicht gefallen. Oh, wir haben 2-mal Schlachtruf. Dann Schlachtruf opfern. Okay, und was bekomme ich? Wow, wir heilen TP. Du wirfst deine Opfergabe ins Feuer. Die Flammen werden etwas greller. Die Geister tanzen weiter. Du fühlst dich etwas wärmer. Ja, wow, hat ja überhaupt gar nichts gebracht. Fuck you, Geister. Oh nein. Ja, fuck you auch. Okay. Schwach anwenden hört sich schon mal gut an. Allen Gegner 5 unverwundbar. Nee, ich hätte gerne eine Geheimwaffe. Ich würde mir gerne... Eisenwelle. Wobei 8 Schaden x-mal, 3-mal... Ne, Eisenwelle ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Machen wir auf den drauf. Jetzt machen wir den hier und den hier. Ja, ich glaube, das war ganz sinnvoll. Ich hätte beim Händler noch die Leitkarte vielleicht entfernen lassen sollen. Aber, okay, idealerweise... Okay, wir hauen mal auf den drauf. Flammenwall, das ist gut. 6 Damage zurück. Plus Schlachtruf. Sind neu... Ja, dann machen wir den hier.
Verteidigen wir und wirbeln wir einmal. Ja, jetzt kriegen wir wenig Damage, aber wir kriegen zumindest, wir hauen auch zurück. Genau. Und jedes Mal, wenn ich geblockt oder... Nee, jedes Mal, wenn ich Angriffsschaden erleide, das auch, wenn es in den Block reingeht. Das ist eigentlich saugeil. Okay, damit kann ich den hier töten. Mit dem Schlag, mit den Schlägen zusammen. Aber das Lebensband würde den regenerieren. Dann hau ich lieber auf den hier drauf. Und blocke zweimal. Ich glaube, das ist sinnvoller, um sie möglichst gleichzeitig dann wegzumachen. Seht ihr, jetzt kann ich nämlich auf den hier gehen. Idealerweise... Oh nein, okay, wow. Ich sollte doch auf den hier gehen, weil der so viel... Oh, Dämonenform. Dämonenform... Oh. 23 Schaden reicht aber nicht, oder? Dämonenform? Jetzt, das kostet ja nichts. Moment, verdopple deine Stärke Blut um Blut und dann meisterhafte Rüstung. Wobei, ich würde dann eher den hier töten, oder? Wobei, 24 Schaden tötet den hier genau nicht. Doch, das ist ja der erste Angriff, der gespielt wurde, oder? Ich hoffe mal, das ist der erste Angriff, der gespielt wurde. Ist es. Okay. Nice. Wir kriegen zwar ein bisschen aufs Maul, aber hey. Ich glaube, wir kriegen jetzt... Wobei, nee, wir haben noch 6 Karten. Scheiße, das heißt, wir kriegen jetzt noch nicht hier... 3 schwach und entwaffnen. Allen Gegnern 9 Schaden, heile TP. Das hört sich gut an. Wir machen erstmal den hier. Jetzt können wir den hier entwaffnen. Machen Schockwelle und Schnitter. Heilen dadurch wieder TP. Und dadurch ist der tot. Nice. Okay. Hat so ganz gut funktioniert. 9 Block erschöpfe eine Handkarte. Darf ich mir die aussuchen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Deswegen. Wobei, wir haben nicht so viele Blockkarten und 9 Block ist schon ganz nice. Ich nehme die mal. Ich habe die sonst nie genommen und vielleicht war das sonst immer ein Fehler. So, wir gehen definitiv... Achso, ich wollte schon hier vorne hingehen, aber wir gehen in die Richtung von dem. Irgendeiner von euch hat doch richtig beschissenen Stuff gemacht, oder? Explodiert in 3 Zügen und verursacht Schaden. Genau, also... Ziehe 2 Karten. Auf den Nachziehstapel. Nee, Blut um Blut würde ich gerne auf den Nachziehstapel. Jetzt würde ich gern aufrüsten und dann die beiden spielen. Ich block, ich verbessere den Block. Verteidige erstmal. Dann schlage ich zu. Und jetzt mache ich standhaft, damit erschöpft diese Karte. Geil. Und damit habe ich mir jetzt das Leid endgültig vom Hals geschafft für den Kampf. Und krieg kein Damage. Viel besser hätte es eigentlich nicht gehen können. Und wir haben das, was explodiert. Mit den Stacheln weiß ich noch nicht so, wie ich das machen will. Wir sollten den hier töten. Ja, eigentlich sollten wir den hier machen. Und jetzt die nicht erschöpfen lassen. Und damit sollte alles gut sein. Die, glaube ich, machen sich einfach immer mehr Stacheln, was echt scheiße ist. Okay, das ist auch nicht so toll. Dämonenform und Eisenwelle. 7 Block. Allen Gegnern x mal 9 Schaden ist nicht gut mit den Stacheln. Ah. Oh, und das kostet jetzt aber aus irgendwelchen Gründen nichts. Bin ich verwirrt? Nein, hä? Warum kostet das eine Blocken denn nichts? Verteidigen. Hä? Verstehe ich nicht so wirklich, aber ist cool. Oh, die Benommen sind ja flüchtig, genau. Okay, wir kriegen ein klein bisschen Damage, aber wir kriegen sowieso ein klein bisschen Damage hier durch. Ich hoffe, wir kriegen diese Heilungskarte demnächst.
Okay, wir könnten den niederreißen, weil das ist der erste Angriff des Zuges. Damit tötet der den. Ich hätte vorher durchdrehen spielen sollen. Spiele ich es halt jetzt, kriege ich immer noch ein Ding. Geheimwaffe. Ich hätte gerne Schnitte auf die Hand. Erstmal mache ich aber den hier. Ich weiß. Aber jetzt. Oh, ja, genau. Okay. Also ich sollte jetzt schauen, dass ich mit Schnitter... Ich sollte jetzt einfach immer warten, bis ich Schnitter bekomme. Und so lang blocken, oder? Flammenwall. Erhalte Block und dann hau ich zurück. Außerdem schwach und verwundbar auf alle. Und wenden verwundbar an. Wobei ich weiß nicht, ob das Ganze sinnvoll ist. Ich mach's mal sicherheitshalber nicht, weil... Ich weiß nicht, ob ich dadurch dann nicht Damage verlieren, Damage gewinnen würde. Damage verlieren würde. Hä? Erhalte sie. Verdoppel die Stärke. Das sind 47 Damage. Das ist das, ein Insta-Tod. Und 7 Block. Eigentlich haben wir kaum was verloren. Und jetzt würde ich sagen, entwaffnen wir dich einfach mal. Weil... Füge 26 Schaden zu. Nee, das ist nicht sinnvoll. Idealerweise holen wir uns jetzt nochmal den Schnitter. Oder Blut um Blut. Blut um Blut macht den halt auch instant tot. Ich hoffe, wir kriegen dadurch... Doch, wir kriegen natürlich auch den Stachel-Damage. Scheibenkleister. Du wirst verwirrt, ziehe 3 Karten. Okay, solange wir nichts anderes haben. Füge 14 Schaden zu. Stärke beeinflusst 3-mal. Das, wenn ich die... Nein, wenn ich die verbessere, ist es eigentlich voll nice. Wir verbessern die, würde ich auch sagen, direkt. Ich meine, wir könnten heilen. Aber wir haben nur einen Kampf. In nächster Zeit. Und vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie geilen Scheiß. Deswegen schmiede ich. Und wir schmieden... Ich meine, wir könnten das machen. Ja, aber ich würde gerne, was ich gerade bekommen habe, 5-mal. Also wenn ich da schon Stärke habe, dann... Füge 14 Schaden und dann mit Stärke. Das könnte schon echt geil sein. Füge allen Gegnern 5 Schaden zu, ist aber auch nice. Und heile wie... Das ist, glaube ich, sinnvoller. Aber das hier ist... Weil das macht schon so viel Damage. Vielleicht später, aber jetzt erstmal ist, glaube ich, das hier eine sinnvollere Karte. Gefühl, oh, okay, du bist neu. Definitiv. Was, okay, einen mächtigen negativen Buff. Damit das nicht flüchtig wird, dann heilen wir uns. Der schöpft zwar, aber wir heilen uns und machen dem gut Damage. Okay, was für einen fucking Debuff willst du einsetzen? Ach, ich habe gerade übrigens vorher mich gefragt, ja, warum kostet Verteidigen denn 0? Das war die mumifizierte Hand. Okay, Flammenwall. Flammenwall verteidigt. Nee. Flammenwall. Und dann schwäche ich ihn doch, oder? Wäre es nicht geil, ihn zu schwächen? Schwache Gegner machen nämlich 25% weniger Damage. Dadurch würden wir kaum Damage bekommen. Somit würden wir 5 Block, würden wir aber auch fast kein Damage bekommen. Dann würde ich sagen, vielleicht können wir die ja aufrüsten. Genau, jetzt können wir nämlich die aufrüsten und bekommen gar kein Damage. Haha, du Penner. Und jetzt bekommst du sogar Damage, weil auch wenn ich in den Block rein... Wenn er in den Block reinschlägt, bekommt er Damage durch den Flammenwall. Okay, Eisenwelle ist schon mal definitiv gut. Durchdrehen hätte ich vorher machen sollen, wobei... Wir entwaffnen ihn definitiv erstmal für den Rest des Kampfes und ziehen eine Geheimwaffe. Und zwar niederreißen, wir können schwach nämlich anwenden. Dadurch... Ja, dadurch kriegen wir jetzt zwar ein bisschen Damage, aber jetzt nicht großartig. Was?
Am Ende deines Zuges erleidest du 10 Schaden. Willst du mich vollkommen verarschen? ...17 Schaden. Dreimal verdopple deine Stärke. 2 Karten. Okay, ich habe jetzt eine Überlegung. Ich würde sagen, wir machen standhaft als letztes natürlich und vorher Ekstase, schweres Schwert und Blitz und Donner. Wobei verwundbar sollten wir zuerst machen. Also verwundbar, dann verdoppeln wir die Stärke, schweres Schwert und jetzt standhaft. Dadurch kriegen wir zwar Damage, aber was will man überhaupt machen? Was will man denn machen? Das heißt, der negiert mit seinem Scheiß meinen Block. Okay, Dämonenform, dafür ist es zu spät im Kampf. Ich würde sagen, 8 Schaden. 8 Schaden. Ja, wir hauen einfach ein paar Mal drauf, oder? Wobei, nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Es reicht so oder so nicht. Ah, Scheiße! Nein, es hätte... Nee, es hätte nicht gereicht. Keine Ahnung, wir kriegen richtig auf den Sack gerade, aber... Wir haben immerhin noch eine Heilung, aber die würde ich mir wahnsinnig gern für den Bosskampf hier... Fick dich, stirb. Oh Gott, ich würde das... Nee, das ist nicht gut. Das ist keine gute Karte. Wenn alle Angriffe sind, nee. Wir haben zwar, wir haben nämlich nicht so viele Angriffe, wir haben sehr viele Fertigkeiten. Team und Mächte und Fertigkeiten haben wir quer durchmischt. Okay, bitte lass was Geiles sein. Jetzt könnte ich so auch ein bisschen Heilung gebrauchen. So sieht man sich wieder. Verliere Bluttrank. Ach. So sieht man sich wieder. Ein lockerer Zerzaus. Das kennen wir schon, oder? Rahmenwind. Ramwit, oder? Auf jeden Fall, das Konzept kennen wir. Verlieren Niedergeist, ne, halte. Ne, verlieren wir lieber Gold. Wunderbar, und wir bekommen, erhalte im ersten Zug jedes Kampfes eine Energie. Jo, ist ganz okay. Wunderbar, das sollte recht nützlich sein. Sollte ich wieder auf die maskierten Ganoven stoßen. Er kramte in einigen seiner Taschen. Hier, schau, was ich heute für dich habe. Nimm mit. Okay, komm. Wir haben zwar jetzt Gold verloren und kriegen wahrscheinlich bis zum Händler kein Gold mehr, aber... Wir könnten aber 2 Lagerfeuer machen. Aber eben hier im dritten Ding einen Elite-Gegner zu bekämpfen, ist, glaube ich, fast schon... schlimm. Okay, Gold. Kriegsbemalung. Verbessere beim Aufheben 2 zufällige Fertigkeiten. Schockwelle und Verteidigen. Ja, damit bin ich eigentlich zufrieden. Komm, wieder was Geiles. Oh, eine Kiste nochmal. Für jeden erreichte Ebene erhältst du 12 Gold. Endet, sobald du Gold im Laden bezahlst. Wow. Literally, das nächste ist der Laden. Wow. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich jetzt hätte bekommen können. Weil, was nützt mir das Gold? Ich kann jetzt zum letzten Mal Gold ausgeben. Bringt also nichts. Wir können uns eigentlich auch kaum was leisten. Wir können Schnitter uns leisten. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht so gut. Immer wenn du eine Karte erschöpft, wird erhalte 3 Block. Kartenentfernung können wir aber. Sollten wir den Fluch wegschmeißen? Oder sollten wir eher... 2 Energie kann aber schon ganz gut sein. Ah, da fährt gerade ein Auto vorbei. Oder so ein Wischwagen. Nee, wir hauen uns den Fluch raus. Das ist, glaube ich, sinnvoller als Energie, oder? Weil dadurch kriegen wir tendenziell bessere Karten. Na komm. Ich hoffe, das war kein Problem. Du bist jetzt ausgegraut.
Ja, was soll ich machen? Das war der absolut schlimmste Zeitpunkt im ganzen Spiel. Was hätte passieren können? So. Durchdrehen. Wow, ich habe keinen. Wobei doch. Verliert Schaden für Scherche. Oh. Ja, dann ist das ja eigentlich ganz gut. Dass wir alles spielen können. Dann warte ich sogar damit nochmal. Weil das kostet nachher einfach weniger. Das ist eigentlich voll sinnvoll. Weil es macht einfach nichts. Haha. Schwach und verwundbar. Das hört sich natürlich unsagbar gut an. Und dann meisterhafte Rüstung und standhaft, oder? Eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Ah, wir machen einfach mal den hier und legen auf jeden Fall auf Flammenwall. Auf jeden Fall Flammenwall. Wobei, nein. Das hier. Schockwelle. Wir machen keinen Damage. Das ist das Problem. Das ist das Problem, aber okay, wir bekommen ein bisschen Damage. Was will man machen? Immerhin ist er etwas geschwächt. Okay, wir entwaffen ihn auf jeden Fall. Allen Gegner 5 Schaden verwundbar ist kein guter Tausch jetzt. Schwach. Das hier wäre... Nee, das hier wäre noch besser, oder? Hier, Wirbelwind. Ah ja, weil das ja auch doppelt wirkt. Okay. Das war gut, okay. Das Problem ist, er hat noch 3 Züge. Stirbt ihn jetzt 2 Zügen. Verdopple deine Stärke. Schaden. Ja, ich glaube, wir sollten die Stärke erstmal verdoppeln. Wobei, vielleicht vertrippeln wir sie dadurch. Schauen wir mal. Erschöpft nicht mehr. Hm. Nee, das hier ist sinnvoller. Ekstase. Schmettern. Macht 2-mal und jetzt verteidigen und dadurch kriegen wir keinen Damage. Sehr schön. So gefällt mir das. Okay, einen Zug müssen wir noch überleben. Heile. Boah. Jetzt können wir 2 Strategien machen. Entweder das hier und das hier. Oder Schnitter und Niederreißen. Oder Niederreißen, Schlag und Eisenwelle. Ich glaube, Niederreißen, Schlag und Eisenwelle würde am... Wobei, das heilt halt 7 TP. Und macht ihn schwächer. Was meiner Ansicht nach gut ist. Vor allen Dingen, weil es doppelt gemoppelt ist. Jo, das war ziemlich gut, glaube ich. Wir haben ein bisschen geheilt, wir verlieren jetzt auch ein bisschen, aber ich glaube, wir haben mehr geheilt, als wir verlieren. Ja, wir haben 43, glaube ich, gerade gehabt. Okay, Blocktrank ist gut. Nee, das wollen wir nicht. Okay, wir gehen sicher nicht zu dem Elite-Gegner. Beginne jeden Kampf mit einer Stärke. Wir haben gleich wieder 3 Dinge. Okay. Das heißt, wir hauen ihm jetzt aufs Maul. Der halt ein bisschen problematisch ist, dass der nicht irgendwie, dass der einfach 300 Leben hat. Einfach so. Dafür scheint er nicht so hardcore anzugreifen, was gut ist. Für den Rest des Kampfes 2 Stärke, okay, und wir können immer noch die Dämonen formen. Was gut ist, weil wir jetzt immer mehr Damage machen. Und er ist jetzt auf Dauer aber geschwächt. Was sehr schön ist. Okay, jetzt erzürnen wir. Wird 3-mal beeinflusst, das geht auch nicht weg.
Dann würde ich sagen, machen wir verwundbar. Und dann machen wir ihm hierdurch ganz gut Damage. Ja, Geheimwaffe bringt mir halt nichts mehr, weil aus dem Nachziehstapel... Ja, wir könnten einen Schlachtruf machen, was mir wiederum nichts bringt, aber... Ja, nee, bringt nichts. Okay. Okay, was... Okay, du hast dich gestärkt. Halte Block. Also, wir sollten blocken. Hier, Schaden und Block. Dann würde ich sagen, 12 Block und in diesem Zug Angriff füge ihm Schaden zu. Und dann nochmal erschöpfe eine Handkarte. Ich würde sagen, wir erschöpfen Schlag, oder? Wobei, wir bekommen immer mehr Damage. Verteidigen können wir aber echt brauchen, vielleicht. Na komm, wir erschöpfen einfach den hier. So, du wirst uns jetzt angreifen. Kriegst aber dafür Damage. Ist alles nicht so toll. Okay, wir drehen erstmal durch. Machen alles, würde ich sagen. Das hier ist schon mal gut. Schaden und schwach, das ist auch gut. Schlag, Schlag. Blocktrank wird uns jetzt nicht wirklich was helfen. Ich glaube, wir sollten hoffen, dass wir Schnitter kriegen, wenn es durchgemischt wird. Ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber weil wir können Schlachtruf. Jetzt ist er hier drin, oder? Oder ist der erschöpft? Nee, der erschöpft, ja, stimmt. Weil wenn Schnitter nicht erschöpfen würde, wäre echt nice. Aber ich glaube, wir kriegen ihn nicht down, oder? Doch. Aufrüsten brauchen wir gerade nicht. Doch. Zack, down. Tja, das ist jetzt natürlich ein bisschen... Oh, wendet schwach an. Du wirst verwirrt, ziehe drei Karten. Sind die Kosten zufällig? Nee, das werfen wir mal ab. Da machen wir lieber einen Schwächetrank. Nochmal Flammenwall plus. Oh. Ja. Ja, ja. Okay, ein Gegner noch vor dem Bosskampf. Zwei, die explodieren, gefallen mir halt gar nicht. Wobei, tötet die das jetzt nicht? Tötet das jetzt nicht alle? Weil das Angriff zählt, der doppelt geht? Ich glaube, dadurch verrecken jetzt alle, oder? Ich versuch's einfach mal. Okay, ja, wir haben zwar auch aufs Maul gekriegt, aber... Oh, Stacheln. Stacheln. Erleiden Angriffsschaden zurück. Boah, das ist jetzt eine strategische Entscheidung, welches von den beiden ich gegen das hier austausche und ob überhaupt. Drei schwach, drei Züge weniger Damage. Nur drei Damage dem Gegner. Nee. Ja, 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 ja. Okay. Wir haben nichts von wegen am Ende des Kampfes 10 TP. Das heißt, wir würden mit 58 TP in den Endboss reingehen. Nope. Nope, da gehen wir lieber fast voll geheilt rein. So. Und damit würde ich sagen, Endboss-Time. Diesmal ein anderer als beim letzten Mal, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das wirklich der Endboss ist. Oder dann zumindest ein dauerhafter Speicherpunkt ist. Vielleicht gibt es dann noch Level 51 bis 100, aber naja. Wieder mal 1,5 Stunden sind wir hier am Endbossraum angekommen. Akt 3, Level 50. Diesmal nicht das vom letzten Mal, der wieder auferstanden ist mit deutlich stärkeren Stuff. Wir haben aktuell hier diese Dinger, nur nochmal zur Erinnerung. Gerade das Necronomicon ist echt nicht so schlecht. Hier die Laterne und die mumifizierte Hand sind auch teilweise okay. What the fuck? Doppelter Debuff. Ich will kein Damage kriegen. Und wir wenden verwundbar an, würde ich sagen.
Wobei. Die geben ja eh beide Dinger weg, also prinzipiell hilft mir das jetzt nix. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay, entwaffnen hört sich schon mal ganz nice an. Oh nein, das negiert ja. Ach, scheiße. Okay, zweimal blocken. Nachziehstapel-Dämonenform. Ich muss jetzt zweimal blocken und einmal schlagen. Hilft alles nichts. Wir kriegen jetzt Damage. Aber noch brauche ich die Tränke, glaube ich nicht. Ich meine, ich könnte schwach auf den anwenden. Aber ich weiß halt nicht. Jetzt will nämlich der wieder. Okay, wir rüsten uns definitiv. Würde ich sagen, versuchen wir aber. Wobei, jedes Mal, wenn ich eine Macht ausspiele, wird eine zufällige Karte kein Ding. Kostet es dann nichts. Dann holen wir jetzt auch mal die. Bitte geh auf die. Nein, natürlich auf Schlag. Natürlich das, was mir am wenigsten bringt. Weil beide blocken. Was mir halt echt null bringt. Moment, ist das dann in diesem Zug null? Wow, ja, das heißt, bringt mir rein gar nichts. Geil. Dann würde ich sagen, wende ich jetzt den Schwächetrank auf ihn an, um wenig Damage zu bekommen. Ah! Der hat schon wieder Artefakt gehabt. Willst du mich verarschen? Okay, den Damage take ich jetzt. Aber wir haben durch Dämonenform bekommen wir jetzt immer mehr Damage. Drei Stärke. Es ist gar nicht gut. Es ist gar nicht gut. Okay, schwach hört sich gut an. Niederreißen, Eisenwelle und Flammenwall. Fände ich jetzt eine gute Kombi. Ja, wir kriegen kaum Damage. Ist schon ganz nice. Oh, fuck. Oh nein, jetzt blocken beide. Okay, das heißt, ich muss jetzt Blockkarten ziehen, sonst bin ich richtig gefickt. Okay, 13 Schaden, wie viel die Gegner verlieren. Okay, da würde ich zumindest bei ihm was. Oder ich rüste. Ich mach durchdrehen. Rüste auf. Schlag ihn. Und jetzt schnitter ich. Heile dadurch. Und jetzt block ich nochmal mit dem Blocktrank. Krieg dadurch kaum Damage. Alter. Beide haben noch über halbes Leben. Das ist gar nicht schön. Alter, Wirbelwind. Ich würde sagen, ich mach schwach und dann. Wobei. Aus dem Nachziehstapel. Wie wär's denn mit Eisen? Nee, Blut um Blut. Nee, Flammenwall. Flammenwall plus. Flammenwall, Schockwelle und dann noch einmal Wirbelwind. Ich kann Flammenwall nicht auswählen. Ist ja nice. Aber ich kann zumindest ihn schwach werden lassen. Oder Schaden und Block. Nee, Schaden und Block ist, glaube ich, sinnvoller. Jetzt nochmal verteidigen oder Wirbelwind. Es sind 19 Schaden beiden. 19 Schaden beiden, komm. Okay, jetzt ist einer unter der Hälfte. Sie sind längere Zeit, also Schwächen und so muss ich sie jetzt erstmal nicht, glaube ich. Wow. Das sind ja saugeile Karten, die ich jetzt bekommen habe. Wow, wow, ich hätte das. Bis zum Ende des Kampfes. Wow. Okay, ich heil mal. Scheiße. Ja, was für eine Karte soll ich jetzt verbessern? Ganz ehrlich, bringt ja gar nichts. Oh, fuck. Au. Nur mehr Stärke, ja, am Arsch.
Okay, ich muss den hier schwächen und dann blocken und schlagen. Okay, der ist tot. Okay, aufs Maul. Aufs Maul. Ho, 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 ho. Okay, er blockt. Okay, er würde mich nicht töten, theoretisch. Aber er würde mich knapp dran bringen. Achtung. Boah, kriege ich ihn down, dadurch, dass der erste Angriff ja doppelt gespielt wird. Ich versuch's einfach mal. Ja! 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 Errungenschaft, die Formen! Wir haben es geschafft! Und der Timer ist abgelaufen! Also der Timer ist angehalten! Wir haben es echt geschafft! Wir haben es echt geschafft! Was bist du? Babum, babum. Eine tief pulsierende Bedrohung ist im gesamten Raum zu spüren. Ist dies das Herz des Spire, der Quell des Bösen? Du ziehst deine Klinge. Oh nein. Du verursachst 605 Schaden. Das Herz windet sich und blutet, doch es schlägt letztendlich noch immer. Reichen deine mächtigen Angriffe nicht aus? Du fragst dich, war ich früher schon mal hier? Du spürst, dass du insgesamt 605 Schaden am Herzen verursacht hast. Insgesamt wurden 14.636.643.707 Schaden von all jenen verursacht, die es herausgefordert haben. Das Herz pulsiert lauter und lauter, während dein Bewusstsein schwindet. Sieg? Fragezeichen. Errungenschaft Rubin. Nee, aber hier ist Ende. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, 605 Damage. Ist das eventuell der Damage aller die voll, also all der Karten zusammen? Wobei, wie berechnet man dann so eine Karte? Aber ist der Damage all unserer Karten zusammen das? Passiert was, wenn man vielleicht über 1000 Damage am Ende macht, aber da stand, es wurden schon 14 Milliarden oder 6 Milliarden oder irgendwas in die Richtung Damage gemacht von wahrscheinlich allen Spielern auf der ganzen Welt, so ein Highscore zusammen. Ja. Wir haben immerhin 600 und ein bisschen was beigetragen. Aufstiegsmodus freigeschaltet. Und Aufstieg, Errungenschaft 0. Errungenschaft, Aufstieg 0. Und wir haben wieder was freigeschalten. Relikt freigeschalten. Wähle die nächsten zwei erhaltenen Flüche ab. Reguläre Gegner hinterlassen jetzt ein weiteres Mal Karten. Also zwei Runden Karten aussuchen. Und du kannst jetzt am Lagerfeuer nach Beute graben. In Zukunft tauchen in zukünftigen Runs auf. Mit all meinen Charakteren oder nur mit dem hier? Und das war's. Holy moly. Geil, nach 10 Minuten die Folge war's das mit dem Let's Play. Ja, vielleicht habe ich das auch zusammengecuttet von der letzten Folge, weil die letzte Folge war eh ein bisschen kürzer. Also, jetzt nicht, aber eigentlich habe ich vor dem Bosskampf einen Cut gemacht, den ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht habe. Weil das war Slay the Spire. Ich meine, ja, das war's. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen, ich will es nicht sagen enttäuscht, aber... Okay. Okay, ja. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben es mit einem Charakter geschafft, wohlgemerkt. Ich glaube, ich werde... Boah, werde ich nochmal schauen, dass ich mit anderen Charakteren das auch durchspiele? Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht noch... Wisst ihr was? Ich werde es jetzt nochmal nachdem dieser Part dann wahrscheinlich auch Finale heißt. Ich werde es dann wahrscheinlich versuchen nochmal
aber, also mit beiden, also mit der stillen und dem defekten oder des defekten. Wie sagt man? Die Stille, ja, und dem mit der stillen und dem defekten nochmal versuchen. Ich glaube, so ist das korrekt mit dem defekten oder das defekte. Das ist seltsam. Auf jeden Fall werde ich jeweils einen Versuch den jeweils geben. Also wir starten nächstes Mal einmal mit der stillen. Schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir den Endboss, vielleicht nicht. Ich glaube, meine Strategie mit dem auf Blocken gehen ist wirklich gar nicht so schlecht gewesen, weil wir konnten sehr häufig keinen oder kaum Damage bekommen. Gerade zu Flammenwall zum Beispiel. Sollte ich vielleicht auch mit dem Defekten und auch mit der, wobei die stillen, ich weiß gar nicht, ob die so heftig auf Blocken gingen. Ich glaube, mit der stillen könnte man vielleicht eher so in Richtung, nicht ausweichen, aber halt mehr so Richtung Gift blocken, oder halt, dass man auch passiven Damage macht, durch Gift zum Beispiel, aber wobei, das würde ich dann einfach schauen, was mir die ersten 10 Karten oder so im, weil ganz ehrlich, im ersten Akt kann man noch so ein bisschen seine Strategie ändern. Aber später dann, ich meine, gut, wir haben Dämonenform erst in der Stadt bekommen, die ultra nützlich war im Endeffekt. Weil wir einfach teilweise 80 oder 100 Damage gemacht haben, gerade mit dem Necromicon zusammen. Wenn wir irgendwie eine Karte, die mit der Stärke, die sich ja immer erhöht, schon, keine Ahnung, 30, 40 Damage macht und dann wendet sie noch schwach an und dann beim zweiten Mal ist das schwach schon angewendet und durch das Necromicon geht es halt ein zweites Mal. Also, ich glaube, wenn ich wirklich einen Gegner hätte, der wenig Damage macht und ich mir lang Zeit lasse können und viel Leben hat, also so dieser, der 999 hat, macht sehr viel Schaden sogar. Aber, naja. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher übrigens, weil ich gerade von dem 999er spreche. Ich glaube, es gibt, oder ich schätze mal, es gibt eine Trophäe oder ein Steam-Achievement, was man bekommt, wenn man den 999er tötet, bevor er durch seine, nach 5 Zügen sterbe ich, Stuff verreckt, sondern ihm wirklich 999 Damage innerhalb von der ersten 5 Züge macht. Was heißt, du bräuchtest auf jeden Fall am Anfang Dämonenform und müsstest ein ultra hartes Angriffsdeck haben. Was vielleicht auch eine Strategie ist, einfach so viel Damage machen, dass du im Normalfall im ersten Zug fast alles platt machst und spätestens, also dass du quasi nach 2 Zügen den Kampf für dich entschieden hast, außer vielleicht bei Bossen. Also dass du im ersten Zug 100 Damage machst, im zweiten Zug 200 Damage machst. Oh, und danke an dich fürs Spielen. Ja, hat mich gefreut, wie gesagt. Fand ich cool. Slay the Spire, auch wenn ich so mit dem Genre an sich nichts anfangen kann. Nice. Muss ich jetzt klicken? Ich glaube, ich muss erneut klicken zum Verlassen. Oh. Oh. Und wir haben einen von drei Teilen, einen von drei Triforce Parts erleuchtet. Das heißt, es ist tatsächlich sinnvoll, mit allen das zu versuchen. Vielleicht war das doch noch nicht das Finale. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns dann. Die Folge kommt am Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich nicht morgen, nicht am Samstag wieder, sondern wahrscheinlich dann erst wieder am Montag. Weil, falls ihr das verfolgt habt, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeitprobleme. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns montags wieder. Wobei, nee, komm, wir sehen uns wahrscheinlich sogar morgen wieder bei Slay the Spire. Habe ich jetzt einfach mal dazu entschieden. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.